Wir erforschen für Sie das gastronomische Universum Wiens. Bei den Gastronauten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir geht der Winter mittlerweile irrsinnig am Senkel. Es ist kalt, es ist nass, es ist schier und alle sind schlecht drauf. Deswegen sollte man sich von Zeit zu Zeit auch was Gutes tun. Und da wir wahre Männer sind, gehen wir jetzt Steak essen. Wir starten im Franks im ersten Bezirk und hier soll es einige der besten Steaks der Stadt geben. Ich bin hier mit einem kleinen Problem konfrontiert, das ich heute Abend sicher noch mehrfach sehen werde. Nämlich, es gibt 1000 Arten Steak und deswegen machen wir es für den Rest des Abends einfach ganz einfach. Wir essen Filetsteak, knapp über Medium durchgebraten mit 2 lokal üblichen Beilagen. So ein gutes Steak braucht ja doch eine Weile in der Küche, deswegen ein kleines Bierchen. Prost, Herr Pieber. Stellt sich nur die Frage, trinkt man bei Ihnen zu einem guten Steak auch Bier? Grundsätzlich würde ich zu einem guten Steak natürlich auf alle Fälle auch ein gutes Glas Rotwein trinken. Einmal das Filetsteak. Danke sehr. Darf ich vorstellen, das ist mein Steak. Es ist saftig. In der Mitte noch schön rosa, so gehört. Außen schön angebraten, schöne Kruste. Sehr schönes, intensives Raucharoma. Mir ist soeben ein Stück Himmel auf der Zunge zerfallen. Zwiebelringe. Zuerst den Ketchup. Mhm. Mhm. Ketchup eben. Und das hier ist die Franks Steak Sauce. Ja, komplett. Ketchup-Test. Sehr okay. Definitiv sehr okay. Zwiebelringe sind komplett. Das Franks im ersten Bezirk. Kommen wir zum Resümee. Das Steak, ein Traum, sensationell. Ich wäre fast bereit, 6 Punkte zu vergeben und das haben wir noch nie auf unserer 5-punktigen Skala. Einzig, der Preis von 30,50 Euro ist in Zeiten wie diesen nicht gerade happig. Insofern geben wir unsere Bewertung 5 von 5 Punkten. Die Beilagen, ich hatte Zwiebelringe und Pommes frites. Ja, die waren okay, nichts Besonderes. Hätte ich sie mir zu Hause tiefgekühlt in der Fritteuse gemacht, hätte es wahrscheinlich ähnlich geschmeckt. 3 von 5 Punkten. Und das Lokal selber, es ist nett, es ist groß, es ist geräumig. Das Personal ist freundlich, aber das i-Tüpfelchen hat irgendwie gefehlt. 4 von 5 Punkten, macht insgesamt 12 Punkte. Und für Lokal Nummer 2 ist das schon eine ganz große Herausforderung. In der inneren Stadt kommen wir jetzt nach Rudolfsheim 5 Haus. Hier in der Hütteldorfer Straße befindet sich das Texas Steakhouse. Die Fassade schaut jetzt nicht extremst vielversprechend aus. Schauen wir, ob die Küche das ausgleichen kann. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich persönlich war noch nie in Texas, zwar oft in den USA, aber gerade in Texas nicht. Aber wenn sich Texas so anfühlt wie das Interieur des Texas Steakhouses, dann fühlt sich Texas so an wie Rudolfsheim 5 Haus. Die Kellnerin heißt nicht Tracy oder Cindy, sondern Gabi. Die Leute spielen Karten, trinken Kaiserbier und würzen ihr Essen mit so etwas wie Speisewürze. Aber wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben? Vielleicht ist ja das Steak texanisch. Hoffen wir es mal. Vom Astronauten zurück zum Gastronauten. Das Steakhouse mitten im 15. Die Frage ist nur, Herr Berger, wie kamen Sie denn auf die Idee? Nun, das kam daher, dass ein sehr guter Bekannter meines Vaters, Toni Fritsch, Ex-Fußballer und American Footballer, und hat uns dann eigentlich gesagt, wir sollten einmal testen, amerikanische Steaks, und sollen das einmal probieren, in unserem Restaurant auch zu verkaufen. Ich rede niemals lange um den heißen Brei herum und schon gar nicht um das heiße Steak. Ich koste einfach. Ich habe bitte kein Steakmesser in der Hand und er schneidet sich trotzdem butterweich. Kein Fett. Wunderschön farblich durch. Schön rosig in der Mitte. Aber intensiver Rauch, Geschmack am Rand. Nein, überhaupt nicht da. Na gut, suchen wir bei den Beilagen nach Geschmack.
nachdem wir das fast fettfreie Steak hatten, können wir hier eigentlich ordentlich reinhauen. Schmeckt nach Kartoffel, Fett und Speck. Ich hätte es mir nicht gedacht, aber ich fühle mich jetzt tatsächlich westlicher als zuvor. Es ist nicht unbedingt Texas, aber es ist Westen, sagen wir mal Innsbruck. Das Texas Steakhouse in der Hütteldorfer Straße im 15. Bezirk. Wir kommen zu unserem Resümee. Das Steak selber, es war weich, es war okay, es war groß, keine Frage, aber kleines bisschen Würze hat gefehlt, sonst wäre es perfekt gewesen. 4 von 5 Punkten. Die Beilagen. Ja, Ofenkartoffel gekocht und Pommes frites aus der großen Fritteuse und ein Vatersalat. Sind wir gnädig und geben 3 Punkte. Das Ambiente. Steakhouse hätte ich mir anders gedacht. Es war ein Beisel, ein typisches Wiener Beisel, das genauso ausgesehen hat und sich genauso angefühlt hat. Sich aber als was ganz anderes verkauft. 2 von 5 Punkten macht insgesamt 9 Punkte. Und somit kommen wir zur dritten Location. Wer die Gastronauten kennt, weiß, alle guten Dinge sind 3. Und deswegen sind wir jetzt bei unserer dritten Location. Das hier ist die Witwe Bolte am Spittelberg im 7. Bezirk. Laut Internetforen haben die hier einige der besten Steaks des Landes. Aber wir glauben nicht. Wir überprüfen. Direkte Frage vom Gastronauten an den Gastronomen. Herr Hans, was macht denn die Steaks hier in der Witwe Bolte so legendär? Das ist unsere Zubereitungsart, die wir in verschiedenen Variationen anbieten, die unsere Steaks einfach so toll machen. Wenn ich hier reinsteche, da rinnt dann der Saft schön raus. Okay, saftig ist es auf alle Fälle. Blut. Herrlich. Schön. Wenn man Werbung machen würde für Steak, wären das genau die Farben, die man braucht. Also weit-rot, weiß, rot-weiß. Mhm. Steak ist sehr toll. Das sind Erbsenschoten. Mhm. Die sind definitiv nicht tiefgekühlt. Die sind frisch. Das Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln. Mhm. Das ist wie bei der Mama zu Hause. Das ist gut. Mama, mach das nächste Mal auch Röstzwiebeln. Das passt dazu. Die Witwe Bolte am Spittelberg im 7. Bezirk. Das Steak. Es war gut. Toll, es war genauso, wie wir es bestellt haben, es war saftig, aber irgendwas hat gefehlt. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat gefehlt. Deswegen 4 von 5 Punkten. Die Beilagen waren extremst gesund. Es waren Erbsen, es war Kartoffelpüree. Und wenn ich meiner Mutter sagen würde, ihre wären genauso gut, wäre sie beleidigt. 4 von 5 Punkten. Die Location selber, es ist das klassische Beisel. Könnte alles andere auch sein. Aber es ist halt nicht das klassische Steak-Lokal. Deswegen 3 von 5 Punkten macht insgesamt 11 Punkte. Und somit kommen wir zu unserem Final Ranking. Da wäre zum einen das Texas Steakhouse im 15. Bezirk mit 9 Punkten. Zum zweiten hätten wir hier die Witwe Bolte im 7. Bezirk mit 11 Punkten. Und unser heutiger Gewinner, das ist das Franks im 1. Bezirk mit 12 von 15 Punkten. Aber das ist nur unsere Meinung. Vielleicht sehen Sie das Ganze komplett anders und deswegen sollten Sie alle Lokale am besten selbst ausprobieren. Und somit bis zum nächsten Flug der Gastronauten. Yeehaw!